Das Eintauchen im Hohenstein-Ernsttaler Hot Badeland galt am 22. April weniger dem Badevergnügen. Vielmehr wurde um schnellste Zeiten geschwommen. Die Schwimmabteilung vom SSV Blau-Weiß Gersdorf hatte wieder zum Sprintertag eingeladen. Sprintertag heißt, wir schwimmen nur die kurzen Strecken, das heißt 50 Meter und 25 Meter in allen vier Disziplinen. Mittlerweile ein traditioneller Wettkampftag. Wir führen sie zum 11. Mal durch. Bedingt durch Corona-Pause hatten wir 2 Jahre keinen Wettkampf hier im Hot Badeland. Aber seit vergangenem Jahr versuchen wir, das regelmäßig durchzuführen. Die Teilnehmer des Schwimmwettbewerbes kamen aus verschiedenen Ecken. Ganz weit her ist der Verein aus Kulmbach, der dieses Jahr wieder mit angereist ist. Ansonsten bezieht sich das hauptsächlich auf sächsische Vereine. Beim Gersdorfer Sprintertag gibt es eine Altersbegrenzung nach unten. Der Sprintertag ist direkt für die Masters-Altersklassen ausgelegt. Das heißt, für die Altersklassen ab 20 nach oben offen. Gewertet wird in 5er-Schritten in den Altersklassen, also 20 bis 24, 25, 29 und so weiter. Und in den Staffeln wird dann ab 80 Jahre in den Sprüngen von 20 Jahren immer das Gesamtalter der Aktiven gezählt. 25 Wettkämpfe in mehreren Läufen standen auf dem Plan. Mit ca. 80 Einzelstartern, insgesamt etwa 315 Starts werden vollzogen. Dazu kommen noch 25 Staffeln. Neben den Schwimmern reisten die Vereine außerdem mit Mitgliedern an, die Aufgaben im Kampfgericht übernahmen und dazu beitrugen, dass wieder ein ordentlicher Wettkampftag über die Bühne gehen konnte. Die Gersdorfer als Veranstalter und Ausrichter schickten ihre Schwimmer ebenfalls ins Rennen. Zu den bekanntesten gehört die 87-jährige Gisela Kroner. Die mehrfache Seniorin Europa und Weltmeisterin zeigte auch zum diesjährigen Sprintertag, dass sie locker mit den Jüngeren mithalten kann. Was das Training der rund 300 Mitglieder des Gersdorfer Schwimmvereins angeht. Haupttrainingsstätte ist jetzt weiterhin hier das Hot Badeland im Sommerbad in Gersdorf. Treffen wir uns jetzt regelmäßig einmal die Woche zu Arbeitseinsätzen, um das Bad halt wieder, oder um zu helfen, das Bad wieder auf Vordermann zu bringen. In der Nacht zum 27. August 2022 überrollte nach einem Unwetter eine Schlammlawine das komplette Gersdorfer Sommerbad. Nicht nur das Schwimmbecken und die Außenanlagen wurden dadurch verwüstet. Auch die technischen Anlagen wie Pumpen, Filter und Rohre wurden in Mitleidenschaft gezogen. Heißt, das Sommerbad ist nun eine große Baustelle für die kleine Gemeinde Gersdorf. Das Baden im Sommer. Also dieses Jahr wird auf alle Fälle nichts. Also dieses Jahr bleibt das Bad geschlossen. Und wir hoffen, dass dann auch die nötigen Fördermittel und so weiter kommen, das Bad für nächstes Jahr wieder fit zu machen. Was alles für Arbeiten anstehen, ist noch nicht hundertprozentig klar. Das liegt dann in der Gemeinde, das alles abzuklären, was ersetzt werden muss und was nicht. Eigentlich sollte in diesem Jahr das 85. Badjubiläum zusammen mit dem traditionellen Schwimmfest gefeiert werden. Bedingt durch die Reparaturbedürftigkeit des Sommerbades fällt unser diesjähriges Sommerbad-Schwimmfest, was wir eigentlich schon seit 53 Jahren durchführen, dieses Jahr im Sommerbad Gersdorf aus. Als Ersatzveranstaltung führen wir unser Sommerbad-Schwimmfest hier im Hot Badeland durch, und zwar am 1. Juli. Im Prinzip zum angestammten Termin, nur halt verlegt an einen anderen Ort, und werden auch etwa dieselben Wettkämpfe schwimmen wie im Sommerbad. Zumindest konnte der Wettkampf gerettet werden. Gut, wer Interesse hat mitzuschwimmen, das betrifft hauptsächlich ja offiziell Vereine, die mitschwimmen können. Wir planen, dass wir als Einlagenwettkampf auch die Wettkämpfe für Schüler und Schülerinnen öffnen, also für Nichtmitglieder in Schwimmvereinen, und dann wird geschwommen um die Pokale des Bürgermeisters der Gemeinde Gersdorf. Ein weiterer Wettkampf wird am 2. Dezember das 32. Adventsschwimmen im Hohenstein-Ernsttaler Hot Badeland sein. Den Gruß an die Veranstalter mit den drei Wagen. Schwipp! Schwapp! Schwipp! Schwapp! Schwipp! Schwapp! Batsch! Nass! Batsch! Nass! Batsch! Nass! Prost!